Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Szenario von meinem guten Freund Foley Lantern oder Foley oder Folles, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Er hat da mehrere Namen. Wir fahren einen ECS und zwar ist das ein PBZ im Grunde genommen. ECS ist die englische Variante dafür. Und wir beginnen das Szenario und ihr seht es, wir stehen im München Hauptbahnhof und es geht hier ordentlich gut zu mit KI-Verkehr, ne? Also hier nach links und rechts. Die Framerates werden ein bisschen darunter leiden, aber ne, der Bahnhof ist einfach vollgestellt mit allem möglichen Rollmaterial. Ja, das ist jetzt in den ersten Augenblicken, wo wir uns etwas umschauen, ein bisschen schwierig so. Aber es sollte gleich besser werden von der Framerate her. Wir sind unterwegs im Dosto-Steuerwagen und fahren in die Abstellung mit dem Dosto. Ich hätte gerne erstens noch ein bisschen mehr Bewölkung, damit das etwas hübscher aussieht. Ja, sagen wir mal so. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Wir nehmen vielleicht noch ein, zwei Screenshots drauf. Jetzt, wo wir gerade so extrem viel KI-Verkehr haben. Wenn ich dran denke, sollte eigentlich der Link dazu in der Videobeschreibung drin sein. Ich habe schon mal ein ähnliches Szenario vorgestellt in einem Livestream. Erstmal Fahrtrichtungswende nach vorne, Bremsschlüssel aufgesperrt. Dann, ja, Türen müssen wir nicht mehr öffnen. Dann würde ich sagen, genau, Türen sind gesperrt. Wagenbeleuchtung können wir auch ausmachen. Bremse lösen, Spitzensignale sind eingestellt. Ja, einmal die auf Fahrt gestellt. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir auch nicht. Oberleitungsstrom machen wir auf aus. Den brauchen wir nämlich auch nicht. Oh, der ICE fährt ab. Okay, er fährt wohl nur bis zum halt zeigenden Signal und muss wieder stehen bleiben. Ja, nicht so ideal. Und wir fahren hier gegen ein Ersatzsignal an. Ah, man kennt es aus München. PZB machen wir auch noch an. Haben wir gemacht. Und ich frage nochmal beim Fahrdienstleiter an, aber ja, genau, vor Ort fahren gemäß Signalbilder. Das passt dann soweit. Hinten dran werden wir übrigens geschoben von der 146. Ah, das sieht schon schön aus hier drin im Münchner Hauptbahnhof, ne? Mit so viel KI-Verkehr. So, dann schalten wir Leistung auf und hoffen, dass wir fahren können. Dann können wir nicht. Doch jetzt. Bin mir nicht sicher, welche 146 das ist. Vom Sound her könnte das allerdings die Main-Spessart-Bahn-Variante sein. Also keinerlei Soundmods hier heute am Start für das Fahrzeug. So, wir fahren mit VMAX 25 hier raus und überfahren das Signal mit PZB-Befehl 40, auch wenn hier jetzt keine entsprechende Rückmeldung hierfür erscheint auf unserem Display. Ja, gut, ne? Also Befehl 40 war gedrückt. Was wir vielleicht einstellen könnten, wäre da ist es. Was können wir denn da so einstellen? Wo kann ich es denn anmachen? Zugziel löschen, bestätigen, ne? Oh, geht gar nicht an. Okay, dann nicht. So, wir befreien uns natürlich nicht. Uiuiui, da kommt ein ICE-1 entgegen. Soundmod natürlich. Da vorne die Abstellung 101, ICE3, noch mehr ICE3er und hier die 401er. Herrlich, herrlich. So. Gehen wir mal hoch auf die 40. Dürfen wir nämlich fahren.
PZB hat sich jetzt von alleine beruhigt. Also, ich meine, müssen wir jetzt keine Zwangsbremsung mehr fürchten. Ah, ein bisschen können wir noch. Gessertshausen. Aha. Da fahren wir nicht hin, nach Gessertshausen. Ja, ne, also so muss das auf jeden Fall aussehen hier. So, da es jetzt bergab geht, bremsen wir mal rein. Wir wollen jetzt nicht eine Geschwindigkeitsübertretung hier provozieren. Wir können auch versuchen, das Ganze mit der E-Bremse zu regeln. Ja, kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Jetzt wieder auslösen. Und den Schwung mitnehmen, um nach oben zu fahren. Ja, wir sind trotzdem ein bisschen zu schnell. So viel Schwung sollten wir dann doch nicht mitnehmen. So, 40 km/h. Ja, wir fahren bis München-Pasing, beziehungsweise einem Abstellgleis bei München-Pasing. Ja, auf jeden Fall cool, hier mal praktisch abseits der Strecke ein bisschen unterwegs zu sein. Wenn gleichzeitig halt wirklich sehr, sehr viel KI-Verkehr mit drin ist. Wie funktioniert das? Wie hat er es geschafft, die ganzen Züge hier abzustellen? Naja, es gibt die Mod, die hier verlinkt ist, zu die auch diese Szenarien mit dazugehören. Da gibt es jede Menge neue Wege und Destinationen und Ziele für den Szenario-Editor. Heißt also, man kann zum Beispiel diese ganzen Gleise hier, die kann man jetzt einfach anwählen und dann kann man da Züge hinstellen. Ja, und das geht vanillamäßig nicht, weil da leider die TG nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, was das angeht. Wir haben mittlerweile dazugelernt, bei Koblenz-Mainz gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber auch da die ganzen Abstellgleise, die kann man nur in den seltensten Fällen wirklich alle anwählen. Ein paar kann man manchmal anwählen, aber dann sind es vielleicht ein oder zwei und das war's dann. Und hier können wir jetzt im Grunde genommen auf nahezu allen Gleisen, die wir hier sehen, vermutlich Züge abstellen. Dank dieser Mod. Und die können halt alle nutzen, die am PC sind. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es kann sogar sein, dass wenn man das im Creators Club hochlädt, sogar die Leute von der Konsole davon profitieren können. Aber zitiert mich da nicht. Es kann auch sein, dass das nicht klappt, diese Szenarien. Es kann aber auch gut sein, dass es klappt. Die würden dann auch theoretisch profitieren von den Leuten, die Szenarien erstellen, auf Basis dieser Mod hier, ohne dass man diese Mod haben muss. Schön, wie wir hier so hin und her schlängeln. Sind ein bisschen zu schnell. Aber bei 1 km/h, das passt schon. Ja, hier über die ganzen Weichen drüber. Ja, das sind so die Fahrwege, die nimmt man dann eher selten. Vielleicht gibt es Szenarios, die sowas dann noch nutzen. Also Szenarios, die Vanilla mit ins Spiel kommen, aber ansonsten fahrplantechnisch ist zumindest bei München-Augsburg leider, leider nicht so viel drin. Was das angeht, ist die Strecke insgesamt nicht allzu spannend, aber ich finde, die Mod macht es gleich doch sehr viel spannender, wenn man hier Szenarien dann jetzt hat, die wirklich das Potenzial der Strecke deutlich besser ausschöpfen können. Rechts haben wir einen Zug, der Baumstämme transportiert. Ja, ne, was halt hier so rumsteht in München.
Die einen transportieren Menschen, die anderen transportieren Baumstämme. So ist das. 2,3 Kilometer noch. Wir haben auch übrigens gar keine Leistung aufgeschaltet. Wir fahren die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit ohne Energie zu verbrauchen. Und hier steht eine 185 von Railpool. Sehr, sehr schön. So halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich. Drücken wir gleich auf PZB wachsam. Wenn wir hier dran vorbeifahren. Okay, war wohl kein Magnet aktiv. Interessantes Gebäude hier rechts. Ist mir auch so noch nie aufgefallen. Sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand das Dach der Allianz Arena hier transportiert. Warum sollte das jemand machen? Warum sollte man das nicht machen? Könnte man sich auch fragen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort. So. Ah, das fällt ihnen bei dem ganzen Reichtum, den die haben, eh nicht auf, wenn da ein bisschen Dach fehlt. 1,3 Kilometer noch und dann sind wir einmal komplett durch die Abstellung gefahren. Also, wir haben vorhin gesehen, in der München Hauptbahnhof, was da so theoretisch möglich ist, das ist schon der Wahnsinn. Muss aber auch gleichzeitig konstatieren, dass München Hauptbahnhof performance-technisch nicht für sowas ausgelegt ist. Ich glaube, da hat DTG zwischen dem Release von München Augsburg und Dresden Riesa viel dazugelernt, denn Dresden Hauptbahnhof ist jetzt auch nicht klein, ne? Und kann trotzdem wirklich sehr, sehr, sehr viele Züge gleichzeitig beherbergen, ohne dass die Performance da extremst in den Keller rutscht. Und das geht in München zumindest Stand jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob das nochmal irgendwann performancetechnisch verbessert wird. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier da. Also wo sind wir hier da? Ne? Also in unserem Absteiggleis angekommen. Da steht auch schon ein Intercity. Und zudem stellen wir uns gleich mit dazu. Ich würde sagen, wir stellen uns bündig da vorne ans Signal und dann endet die Fahrt für heute auch schon. Sehr schön, das ist der Europa Intercity. Eine tolle Lackierung. Auch eine Mod vom guten Foley. Das Baureihe 101 Enhancement Pack. Ein absolutes Must-Have an Mod. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Mods. Und die 101 muss ich sagen, also das Enhancement Pack für die 101 ist einer der Mods, wo ich sagen würde, die muss man haben. Die darf man nicht verpassen. So, wir sollen noch ordentlich vorrücken bis zum Signal. Machen wir natürlich. Und schauen aber, dass wir trotzdem nicht darüber rollen. So, das müsste passen. Signal ist noch in Sichtweite. Jawohl, das hat soweit gepasst. Ja, dann. Ja, das wäre es dann gewesen. Ups, jetzt habe ich schon auf Wiederholen gedrückt.
Das wäre es dann von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir fahren das Ganze jetzt natürlich nicht nochmal. Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Kurz, aber absolut spielenswert, ne? Weil ziemlich anders, ziemlich besonders und auch ordentlich KI-Verkehr. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.